Cool. Das klingt gut. Alles klar. Damit wäre das geschafft. Und ich werde hier unten den Speicherpunkt nehmen. Nee, der ist oben. Mal gucken. Ich glaube, konnte man hier rum? Nee, hier war die Dimensionspassage. Keine Ahnung. Erstmal in meinen Questlog gucken. Und man sollte jetzt die Meister überzeugen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das heißt, ich muss diese Quest hier jetzt machen. Logischerweise, sonst würde es ja auch nicht als Hauptquest markiert werden. Aber hier kann ich speichern. Was ich auch mache. Und dann werde ich mich auf die Suche nach den Meistern machen. Stonebridge, hallo. Eine sehr schöne Stadt übrigens. So. Was zur Hölle ist das? Ach ja, stimmt, das war ja dieser. Bitte keine Abfälle oder Exkremente auf den Straßen hinterlassen. What the fuck? Okay, ja, ich scheiß auch immer auf Straßen. Also die ganze Zeit, das mache ich durchgehend. Bitte gebt euer Geld auf den hiesigen Märkten aus. Ja, wird gemacht. So. Ich bin mal gespannt, ob die Meister mit sich reden lassen. Meisterhalle. Ah, einen Augenblick bitte. Ihr kamt doch vom Versammlungshaus, nicht wahr? Alles klar, ja, natürlich. Sagt mir bitte, ist das wahr? Ist die Legion zurück? Ja, das ist nur ein wahr. Paar von uns. Aber ja, wir haben wieder das alte Versammlungshaus bezogen. Was haben Sie mich ausgelacht? Meister Wolf und seine törichten Träume von Kindern der Weisheit und Prophezeiungen von der Rückkehr der Legion. Ha. Kinder der Sie hatten Weisheit? Einem Kind mit goldenen Haaren geträumt? Einem Jungen? So ist es. Vor etwa 2 Wochen träumte ich von einem Jungen mit goldenen Haaren, der neben meinem Bett stand. Er bat mich aufzustehen und ihm zu folgen. Es scheinen wirklich mehrere Leute diesen merkwürdigen Traum zu haben, was natürlich sehr interessant ist. Teilt ihr das Blut der Legion? Ihr habt das Kind der Weisheit gesehen? Seid ihr ein Nachkomme der Legion? Leider nicht. Mein Vater war ein Händler und sein Vater ebenfalls. Wenn ich Legionsblut in mir hätte, wäre ich wohl vor 30 Jahren zusammen mit den anderen umgebracht worden. Das könnte natürlich sein. Gibt es noch andere Überlebende der Legion? Kann ich mit den Ich Meistern bin hier, um sprechen? mich an die Meister zu wenden und ihnen ein Bündnis gegen Jayne Kasindel vorzuschlagen. Ein Bündnis? Das wird nicht einfach. Aber ich kann sie zumindest dazu zwingen, euch anzuhören. Dann macht das Ich muss mal. euch allerdings warnen. Sie fürchten Jayne Kasindel und ihre Armeen. Sie fürchten, dass wir unsere Republik verlieren, wenn sie in die Stadt einrückt. Das werden Und sie nicht sie fürchten schaffen. sich vor anderen Dingen. Vor anderen Die Meister Dingen? fürchten sich noch vor etwas anderem? Etwas mitten in ihrer Stadt? Nein, bitte vergesst, dass ich davon sprach. Die anderen Meister werden davon erfahren, dass ihr mit dem verrückten alten Wolf über seine wirren Verschwörungstheorien gesprochen habt. Natürlich. Das wird euch keine Freunde im Rat schaffen. Ich weiß nicht, ich muss gehen. Ich bin bereit, mich an die Meister zu wenden. Ach so, okay. Fabelhaft. Ich werde vorgehen und euch ankündigen. Wir erwarten euch dann drinnen. Alles klar. Dann geh mal vor. Meine lieben Herren und Goblins, Ruhe! Der Rat begrüßt die Gesandtschaft der 10. Legion. Meister Wolf hat uns davon berichtet, dass ihr ein Bündnis vorschlagt. Das ist in der Tat von schwerwiegender Bedeutung. Oh Gott, alles solche Vielleicht hat der Kollege Schnösel. Vergessen zu erwähnen, wie sehr wir auf unsere Neutralität bedacht sind. Ein Krieg mit Jayne Kasindel würde unsere Republik vor große Gefahren stellen. Welchen Nutzen sollten wir also aus einem Bündnis mit der Legion ziehen?
Mal sehen. Ihr steht der Legion in der Schuld. Wir brauchen Verbündete. Oder ihr braucht Verbündete. Wir werden das Land vereinen. Wir werden das Land vereinen. Seit 30 Jahren kennen wir nichts anderes als den Bürgerkrieg. Hilft uns, die Ordnung in Eb wiederherzustellen. Wir waren einst ein Land, eine Nation. Und wir können es wieder werden. Die Möglichkeit, den guten Ruf unserer Stadt wiederherzustellen. Ein wahrhaft ehrenwertes Unterfangen. Dennoch könnt ihr vielleicht verstehen, dass einige Bürger der Stadt die Rückkehr der Legion geradezu fürchten. Unzählige Legionäre wurden in unseren Straßen ermordet. Die Leute könnten denken, dass ihr gekommen seid, um Rache zu üben. Lassen wir die Vergangenheit ruhen. Vergessen wir die Vergangenheit. Diese Morde sind jetzt 30 Jahre her. Wir sind im Namen der Aussöhnung hier, nicht der Rache. Mit Worten allein können wir unsere guten Bürger nicht überzeugen. Aber wenn wir ein Komitee gründen, das Problem einige Monate oder ein Jahr gründlich analysieren... Unsinn! Die Legion ist keine Bedrohung. In dieser Stadt gibt es viel gefährlichere Dinge, wenn ihr nur einmal die Augen öffnen würdet. Eben. Öffnet die Augen. Unser Kollege spricht zweifellos wieder einmal vom Gentleman. Ja, mein Herr, das tue ich. Oder glaubt ihr etwa, das Chaos in der Gießerei ist nicht das Werk des Gentlemans? Der Gentleman? Der Gentleman? Wer ist er? Unser Erzfeind. Unser Peiniger. Die Vergeltung in sterblicher Form. Meister Wolf, lenkt jetzt nicht vom Wesentlichen ab. Wir müssen über das Ansinnen der Legion abstimmen. Nein, wartet. Das wäre nicht fair. Wenn wir jetzt überstürzt eine Abstimmung vornehmen, wird sie ganz sicher gegen die Legion ausgehen. Ich beantrage eine Sitzungspause. So können wir alle einzeln mit den Legionären sprechen und uns eine fundierte und unvoreingenommene Meinung bilden. Einverstanden. Klingt wie eine gute Idee. Wir sind einverstanden. Sehr gut gesprochen, Meister Madgatter. Irgendwelche Einwände? Keine? Der Rat verkündet eine Sitzungspause. Wir werden uns wieder zusammenfinden, wenn die Gesandtschaft der Legion einzeln mit meinen Kollegen konferiert hat. Und dann werden alle gewappnet sein, eine Entscheidung zu fällen. Alles klar. Und wie diese Entscheidung ausgehen wird, ja, das werden wir wissen, wenn ich den Speicherpunkt hier... Es wird ein Speicherpunkt angezeigt, aber ich finde keinen. Ich komme gleich wieder. Was heißt, ich komme gleich wieder? Wieso sage ich das euch? Ich sitze die ganze Zeit hier. Also, ein Speicherpunkt wäre eigentlich nicht schlecht. Und ich habe hier doch hier wird auf der Karte definitiv einer angezeigt. Sehe ich vielleicht sowas? Nee. Wie war das noch? So war das, glaube ich. Wie komme ich denn am besten da lang? Beziehungsweise dahin. Vor 100 Jahren... Okay. Toll. Das bringt mich ja nicht weiter. Ich will auf die andere Seite. Ich weiß aber nicht wie. Bei aller Liebe nicht. Ich möchte bleiben gucken. Das große Versammlungshaus. Da habe ich das letzte Mal gespeichert. Das ist ein bisschen doof. Ist aber, vielleicht ist draußen noch ein Speicherpunkt. Ich will nämlich eben speichern. Ja, da hinten ist doch noch einer. Das sieht doch gut aus. So. Also, wie wir mit den Meistern verhandeln werden, das werden wir in der nächsten Aufnahme. Ja, das werden wir in der nächsten Aufnahme herausfinden. Also, meine lieben Let's Play-Freunde, freut euch auf den nächsten Teil von Dungeon Siege 3. Bis dahin, tschüss.